1914 vereinigten sich die Streitkräfte im Ersten Weltkrieg und schlossen Frieden, um an Weihnachten gemeinsam in Frieden feiern zu können. Dieser Moment ging in die Geschichte ein und wurde als Weihnachtsfrieden benannt. Mir ist etwas Ähnliches widerfahren, als ich 1998 im Gornkrieg gegen die spanische Armee kämpfte. Verloren wir am Heiligen Abend fast all unsere Männer, so treuen Männer. Nur ich und mein Kommandant waren die letzten Überlebenden. Am Abend kam der spanische Offizier aus dem Kriegsgraben hervor und bat uns den Weihnachtsfrieden an. Bitte nicht schießen! Wollen wir nicht an Weihnachten Frieden schließen? Bitte! Nur an diesem einen Tag! Commander, das müssen Sie sich ansehen! Dieser Mann will aufgeben! Das könnte ein Trick sein. Sag ihm, er soll seine Waffen ablegen. Waffen runter! Sofort! Ich werde gehen. Schieß drauf los, wenn ich erschossen werde. Renn darauf, weg. Ganz weit weg. Es ist nur für heute Nacht. Alles klar. Schließen wir Frieden. Auf Weihnachten. Wir feierten den Heiligen Abend. Doch dann kamen die asiatischen Flieger. Nur ich überlebte. Nur ich. Na dann, schauen wir uns mal um. Ich würde das hier gerne kaufen. Nimm das Amulett an dich. Vergiss nicht, Gott wird dich beschützen. Immer. Polizeistation für Polizeiaußenpost. Hier schießt jemand mit einer Schusswaffe. Hallo liebe Bewohner Gotham Cities. Einer von euch schuldet mir einen Haufen Geld, das er durch Spielschulden von mir genommen hat. Trete heraus, Mark Boyne, oder alle hier Anwesenden werden sterben. Fly. Gute Entscheidung. Ich will $250.000 bis Weihnachten auf meinen Tisch. Hör zu, du kriegst noch das Geld, aber lass meine Familie daraus. Deine Familie wird das einzige Mittel sein, dich das Geld auch zahlen zu lassen. Wir werden deine Tochter nehmen, bring uns das Geld bis Weihnachten, dann lassen wir sie vielleicht am Leben. Vergiss nicht, ich ziehe immer durch, wenn ich ein Versprechen abgeschlossen habe. Ruf den Notarzt! Schnell! Thank you.
Rück meine Tochter raus. Die Zeit, in denen du mit mir spielst, sind vorbei. Mich jetzt noch aufzuhalten, bringt nichts. Du bekommst alles, was du willst, wenn du das Versprechen hältst. Ah! Scheiße, ich brauche Geld. Ich fürchte, da gibt's nur noch eine Lösung. Du hast mir immer aus der Patsche geholfen.